Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Lange habe ich darauf gewartet, es endlich anfangen zu können. Und nun ist es endlich soweit. Ich spiele Fallout 1. Ein Spiel, was relativ hoch gelobt ist und sehr beliebt unter alten Rollenspielen und Rollenspielhasen. Ich persönlich habe es noch nie durchgespielt. Ich glaube, meine längste Spielzeit insgesamt waren vielleicht... Da lass es 4-5 Stunden gewesen sein. Ich bin nicht besonders weit gekommen in diesem Spiel. Ich habe auch festgestellt, dass es relativ schwierig ist und dass man relativ viele Fehler machen kann. Und ich werde jede Menge Fehler machen. Und darauf freue ich mich tatsächlich schon. Und ich freue mich darauf, wenn ihr das Ganze miterleben wollt. Denn ich spiele dieses Spiel natürlich, wie ich so viele Spiele so spiele. Ich spiele es blind. Das heißt, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Ich weiß nicht, was für Ereignisse in diesem Spiel im Großen und Ganzen passieren werden. Auch nicht im Detail. Und ich weiß da dafür allerdings auch nicht, im Großen und Ganzen, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe zwar schon andere Rollenspiele gespielt, Arcanum ist denen wahrscheinlich relativ ähnlich und ich habe auch schon, wie gesagt, ein wenig Fallout 1 gespielt und natürlich auch Fallout 3, damals noch, als ich noch etwas jünger war. Aber ich habe, wie gesagt, keine große Ahnung über die Mechanik dieses Spiels. Das heißt, jetzt werde ich das Ganze im Spiel lernen. Und ich habe jetzt echt richtig Bock darauf, muss ich sagen. Diese Folge ist eine Folge, die sich, wie immer bei meinen Rollenspielen, nur mit der Charaktererschaffung beschäftigt. Das heißt, ihr habt das Intro gerade nicht gesehen. Das werde ich an den Anfang der nächsten Folge schneiden. Das heißt, Leute, die sozusagen meinen Charakter, den ich spielen werde, nicht interessieren, wie ich diese Werte erstelle, meinetwegen seine Hintergrundgeschichte und was ich dazu zu sagen habe. Die mögen bitte schon zur nächsten Folge, also dementsprechend Folge 1, weiterspringen. Alle anderen, die heißt natürlich herzlich wieder mal willkommen bei einer neuen Charaktererschaffung. So, wir stellen ein neues Spiel. Haben hier schon ein paar vorgegebene Charaktere. Das ist Max Stone, Natalia und Albert, oder ich nehme mal Albert. Keinen davon möchte ich haben. Ich möchte lieber eine eigene Figur erstellen. Doch zunächst einmal würde ich sagen, hören wir uns die Hintergrundgeschichte von ihr an. Ganz gleich, ob du in einer heruntergekommenen Baracke irgendwo in einer dreckigen Siedlung bestehend aus weiteren dreckigen Baracken wohnst und dir deinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf deiner kümmerlichen Ernte verdienst, oder ob du einer dieser fancy Wissenschaftler bist, der in einer der geheimen unterirdischen Bunker, die von dem Krieg gebaut wurden, seinen elitären Forschungen nachgehst. Ganz egal, wer du bist und was du machst, du kennst einen Stan. Was? Du weißt nicht, wen ich damit meine? Nun... Stan ist derjenige, der dein Klo repariert, deinen Wasserfilter austauscht oder in die Tunnel hinabsteigt, um die Ratten zu erledigen. Kurzum, Stan ist dein Handlanger. Derjenige, dessen Namen du nur kennst, wenn du ihn brauchst. Wenn er euch ansonsten in der Bar oder in einem der Korridore begegnet, bemerkst oder erkennst du ihn nicht einmal. Oder du lässt dich zu einem höflichen Lächeln hinab, das du für Angestellte reserviert hast, während du versuchst, dich an seinen Namen zu erinnern. Stan war nie besonders beliebt. Das mag an seinem begrenzten Wortschatz oder seinem etwas zu buschigen Brauen liegen. Vielleicht erscheint er aber einfach nicht interessant genug, um eine Unterhaltung mit ihm zu beginnen. Ganz gleich, woran es gelegen haben mag, er blieb ein Außenseiter. Da sich die meisten Unterhaltungen lediglich um die Dinge drehen, die er für seine Mitmenschen tun soll, verfügt Stan lediglich über rudimentäre soziale Kenntnisse. Die Lebenswelt anderer Personen ist ihm oft fremd und er kann sich nur schwer vorstellen, ein anderes Leben zu führen. Es ist nicht so, als ob er keine Interessen hätte. Er liest gerne und schaut sich gerne seine Umgebung an, da er oft genug lediglich als Umgebung wahrgenommen wird. Sein Verständnis für höhere Vorgänge wie Computerwissenschaften oder Philosophie sind jedoch begrenzt. Stattdessen liegen seine Talente eindeutig im Handwerk. Stan ist stolzer Besitzer zweier rechter Hände, mit denen er kräftig zupacken und, wenn nötig, auch zuschlagen kann. Er liebt es, Dinge auf die einfache Art zu erledigen. Funktioniert die Pumpe mal wieder nicht? Nimm den Hammer. Nagen die verdammten Ratten schon wieder die Kabel an? Nimm den Hammer. Will dich jemand in deinen wohlverdienten Lohn bringen? Nimm den... Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Kurzum, schlicht, direkt und immer freundlich. Das ist Stan. Und das ist seine Geschichte. So. Gut, und nun wollen wir am besten einfach mal Stan erstellen, nicht wahr? Figur erstellen. Ich habe immer so vorgestellt, dass Stan, wir haben hier 5 Figurenpunkte, Stan ist natürlich eher kräftiger Typ, das heißt, er sollte schon wenigstens 5 ist der Basiswert, schon wenigstens 7 Stärke dementsprechend haben, also 2 davon auf den Stärke investiert haben, das ist schon mal ganz toll. Ich überlege auch gerade, ob Stan vielleicht ein bisschen weniger intelligent ist. Zumindest sollte er weniger charismatisch sein. Ich würde ihn gleich tatsächlich auf 3 herabsetzen bei Charisma. Er ist ja nicht besonders beliebt. Von daher können wir ruhig mal Stan auf 3 herabsetzen. Allerdings kann man mal sagen, dass er wenigstens mal ein etwas glücklicherer Stan ist. Auch wenn er sozusagen vielleicht nie von den Leuten beachtet wurde, muss es ja nicht heißen, dass er gleich die ganze Zeit Pech im Leben hat. Was kann er noch haben? Beweglich, ja. Er muss natürlich beweglich sein. Machen wir gleich mal 2 Punkte drauf. Denn er hat relativ viel mit seinen Händen zu tun. Und ich nehme an, er muss auch ein bisschen geschickt
sein im Großen und Ganzen. Was haben wir noch? Wahrnehmung? Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge zu sehen, zu hören, zu schmecken und wahrzunehmen. Eine gute Wahrnehmung ist zum Beispiel für Scharfschützen wichtig, beeinflusst Reaktions- und Distanzkampffaktoren. Ja, auf Distanzkampf wollte ich den Stan sowieso nicht großartig schicken, sondern er soll eher der Nahkämpfer letztendlich werden. Stärke ist klar, was ist das? Auch Ausdauer. Kondition und Belastbarkeit. Eine Figur mit hoher Ausdauer überlebt, wo andere längst sterben, beeinflusst Trefferpunkte, eine Resistenz gegen Gift und Strahlen, Heilung zu Trefferpunkte pro Level. Das halte ich tatsächlich für keine so schlechte Idee, da er im Großen und Ganzen ja, wie gesagt, er der händische Typ ist, würde ich mal sagen, dass er durchaus eine bessere Ausdauer, hat. Wahrnehmung muss ich mir auch nochmal überlegen, ob ich das mache, weil er wurde ja relativ wenig beachtet, deswegen kann er vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, sich für die Umgebung. Charisma, Intelligenz würde ich mir auch mittel lassen, er ist jetzt nicht dumm, er ist aber auch nicht wahnsinnig intelligent. Ich behalte mir vor, es vielleicht noch einen Punkt herabzusetzen, ich weiß es noch nicht. Glück, das war es auch schon wieder, in Wirklichkeit. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt noch einen Punkt auf Wahrnehmung. Und ich überlege gerade, ob wir ihn tatsächlich noch etwas dümmer machen, also wenigstens auf 4 setzen. Weil, wie gesagt, seine geistigen Fähigkeiten sollen natürlich etwas beschränkt sein. Da würde ich mal sagen, ich mache wirklich mal auf 4, das ist aber leidlich. Und setze noch einen weiteren Punkt auf, was mache ich denn? Wahrnehmung dann vielleicht? Was bringt denn Wahrnehmung? Scharfschützen, bla bla. Ich überlege gerade, ob Wahrnehmung Stärke oder Beweglichkeit. Warte, Ausdauer, was bringt das noch? Naja, genau, Beweglichkeit. Beeinflusst Aktionspunkte, Rüstung, Reaktionen, viele Fähigkeiten. Ist er stärker oder beweglicher? Ich würde ihn natürlich erstmal stärker machen. Damit ist er dann sozusagen klasse. Und jetzt müssen wir uns um weitere Punkte kümmern, die wir noch haben. Wir haben hier 3 Spezialkenntnisse, die wir auswählen wollen. Ich würde sagen, 2 Dinge sind schon mal relativ klar. Das sind einmal natürlich Nahkampfwaffen. Siehe Hammer, hat auch gleich günstigerweise in der Hand. Und vielleicht noch die unbewaffneten Nahkampf. Wir sehen, dass die Prozente hier steigen. Ich nehme an, das ist die Trefferpunktzahl oder die Erfolgschancen im Großen und Ganzen. 92% bei unbewaffneten Nahkampf ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch als weitere Fähigkeit nehme. Naturbursche. Praktisches Wissen über die Natur und die Fähigkeit, sich von den Gaben der Natur zu ernähren. Das Wissen über Pflanzen und Tiere. Würde ich tatsächlich eher ausschließen, weil Stan ist an einer Wort groß geworden und ich wüsste offen gestanden nicht, woher er jetzt eigentlich diese Fähigkeit haben sollte, auf einmal in der Natur gut rum sich gut auszukennen. Das ergibt auch keinen Sinn. Spielen könnte ich mir überlegen, war ich aber mit Rollenspiel eh nicht so der Fan davon, dass ich jetzt großartig spielen würde. Außerdem ist Stan nicht wirklich der gesellige Typ, was ihn letztendlich davon abhält, auch wirklich ein guter Spieler geworden zu sein. Handeln ist ähnlich wie Geselligkeit. Reden ist natürlich schließlich bei jemandem letztendlich aus. Reparieren könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Die praktische Anwendbarkeit der Anwendung der Fähigkeit Wissenschaft, das Reparieren defekter Geräte, Maschinen und elektronischer Bauteile. Das wäre nicht schlecht. Wissenschaft schließe ich tatsächlich aus. Falle, er ist nicht so der hinterhältige Typ, er ist eher der direkte Typ. Stehlen, sie eben, öffnen, da ist er eher der brachiale Typ, würde ich sagen. Schleichen, sie brachial, Arzt ist ihm zu hoch, erste Hilfe, könnte ich mir überlegen. Werfen wäre nicht schlecht. Ich glaube tatsächlich, dass ich auf Reparieren gehen werde, weil es einfach am besten zu Stans Charakter passt. Ich bin echt mal gespannt, ich will wirklich mal gucken, wie das läuft, wenn ich einen ganz einfachen normalen Charakter spiele. Eher den Nahkämpfer, vielleicht noch jemand, der noch vielleicht noch eine Schrotflinte oder sowas hat, das kann ich mir noch vorstellen. Dinge, die halt eher auf kurze Distanz funktionieren. Also halt nicht nur Nahkampfwaffen, sondern meinetwegen auch sowas wie Pistolen oder halt Schrotflinte oder irgendwas in der Richtung. Aber nichts, was wirklich irgendwie, Scharfschützengewehr oder sowas in der Art. Denn das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wo er das gelernt haben sollte. In der Vault-Taste hat man nur kurze Abstände. Da muss man jetzt nicht irgendwie auf 300 Meter Entfernung irgendwas treffen. So, jetzt haben wir hier sozusagen die sekundären abgeleiteten Werte, die ich sozusagen gerade erstellt habe, indem ich jetzt diese, die Attribute und auch, die Fähigkeiten, erstellt oder vergeben habe. Ich würde sagen, Stan ist nicht mehr 25. Lass mal Stan so, Stan ist offenbar 35. Ah, nee, komm, Stan ist einfach so alt wie ich, Stan ist 31. So alt wie ich jetzt. Stan soll ruhig männlich sein und ich will nicht den gleichen Fehler begehen wie beim Vampire Let's Play, denn ich werde ihn jetzt einfach tatsächlich auch benennen. Nicht, dass er unbekannt heißt. Ist das ein kleines T? Ja, wollte gerade sagen, Stan. Ich habe übrigens tatsächlich überlegt, Stan mit E zu schreiben. Als kleine Hommage. So, wir haben noch Zusatzmerkmale. Würde mich interessieren, was das bitte alles sein soll. Schneller Stoffwechsel. Dein Stoffwechsel ist 2-mal so schnell wie normal. Du bist daher gegen Strahlung und Gifte weniger resistent. Dafür halt dein Körper aber auch schneller. Kann ich mir überlegen. Wie viel kann ich davon auswählen? Ah ja, 1. Okay. Schläger.
Du bist zwar ein bisschen langsamer, dafür aber auch ein bisschen größer. Du schlägst nur selten, dafür aber richtig zu. Du hast insgesamt weniger Aktionspunkte, dafür bist du aber stärker. Ja, okay. Kleiner Körperbau. Du bist zwar nicht so groß wie die anderen Worldbewohner, aber das war noch nie ein Hindernis für dich. Du kannst nicht so viel tragen, dafür bist du aber auch beweglicher. Ganz ehrlich, das ergäbe nicht wahnsinnig viel Sinn für Stand-Up. Abgesehen bin ich selber der absolute Loot-Typ. Das heißt, ich will so viel wie möglich mit mir rumtragen, was auch ganz, glaube ich, ganz gut ist, dass ich da schon starke 10 habe. Und weniger mit mir rumtragen, das ist überhaupt keine Option. Einhändig. Eine deiner Hände ist eindeutig besser als die andere. Du bist hervorragend im Umgang mit einhändigen Waffen. Beidhändige Waffen bereiten dir allerdings Probleme. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall, denn Stan hat 2 rechte Hände. Treffsicher. Bei deinen Angriffen bist du sehr treffsicher. Du verursachst zwar nicht so viel Schaden, dafür landest du aber mehr kritische Treffer. Okay. Kamikaze. Du behältst in gefährlichen Situationen einen klaren Kopf und kannst daher schneller reagieren. Deine Rüstung ist im Wesentlichen deine Kleidung. Dafür bist du aber auch im Kampf reaktionsschneller. Och, nein, nee. Faustkämpfer. Du schlägst zwar härter, aber nicht besser zu. Deine Angriffe sind äußerst brutal, aber ihnen fehlt auch die Genauigkeit. Du landest selten einen guten Treffer, dafür richtest du aber im Nahkampf sehr viel mehr Schaden an. Das kann man vielleicht mal nehmen, aber ich möchte ganz gerne auch ehrlich gesagt gut treffen können, ehrlich gesagt. Schnellschütze. Du hast keine Zeit für gezielte Angriffe, da du überdurchschnittlich schnell angreifst. Die Verwendung von Waffen kostet dich einen Aktionspunkt weniger. Boah, okay, das heißt aber, ich kann nicht auf irgendwas zielen. Falls ich mal irgendwie auf größere Gegner oder sowas treffe, ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, davon noch nicht so gerne Gebrauch machen, denn ich weiß nicht genau, wie sich das im Spiel auswirkt, wenn ich nicht wirklich zielen kann. Wilder Kämpfer. Die Ironie des Schicksals will es, dass Menschen um mich herum gewaltsam sterben und du immer Zeuge eines besonders grausamen Todes wirst. Das ist, weiß ich nicht, ob ich das will. Verhext. Das Gute ist, dass alle um mich herum im Kampf böse Fehler machen. Das Schlechte ist, dass auch dir das passiert. Ja, das ist natürlich doof. Ihr merkt aber schon, dieses Spiel hat einen gewissen Humor, den ich durchaus schätze. Umgänglich. Du hast in der Jugend weniger Kampffähigkeiten erlernt, sodass du mit niedrigen Anfangswerten beginnst. Dafür sind deine Fähigkeiten Erste Hilfe, Arzt, Rede und Handeln besser ausgebildet. Das ergibt fest dann keinen Sinn, deswegen lass mal sein. Anfällig. Du wirst leichter von den Präparaten, die du einnimmst, abhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist doppelt so hoch wie normal. Aber dafür erholst du dich auch schneller von den Nebenwirkungen. Ach nö. Stabil. Die Präparate, die du einnimmst, wirken auf dich nur halb so lange wie normal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du abhängig wirst, ist ebenfalls nur halb so hoch. Ich möchte offen gestanden so wenig wie möglich Präparate einnehmen, deswegen sind diese ganzen Präparate-Fähigkeiten nicht mein Ding. Nachtmensch. Als Nachtmensch bist du dann in dein Element, wenn die Sonne untergegangen ist. Deine Intelligenz und Wahrnehmung sind nachts besonders gut, dafür aber tagsüber beeinträchtigt. Das brauche ich nicht unbedingt, obwohl es für ihn nicht ganz unlogisch wäre. Versiert. Du hast viel Zeit in die Ausbildung deiner Fähigkeiten gesteckt, sodass du mit höheren Anfangswerten beginnst. Dafür hältst du weniger zusätzliche Fähigkeiten und nur alle 4 Level einen Bonus. Ach nein. Begabt. Du verfügst aber über mehr angeborene Fähigkeiten als andere. Daher sind all deine Anfangswerte um einen Punkt höher. Aber du verlierst auch am Anfang bei allen Fähigkeiten 10% und hältst pro 5 Fähigkeitspunkte weniger. Ich würde das ganz ehrlich gerne sein lassen. Ich würde ganz gerne vielleicht einfach Schnellschütze nehmen. Ach so, das war gezielte Angriffe weg. Ah, das ist natürlich dumm. Schläger? Das heißt, ich habe weniger Aktionspunkte, bin dafür stärker. Das ist Quatsch. Schneller Stoffwechsel. Ich heile schneller. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Kleiner Körperbau ist Quatsch. Einhändig. Nicht unbedingt treffsicher. Dann mache ich mal weniger Schaden, dafür öfter kritische Treffer. Faustkämpfer. Ich schlag zwar hart, aber nicht besser zu. Deine Angriffe sind äußerst brutal, aber ihnen fehlt die Genauigkeit. Du landest selten einen guten Treffer, dafür richtest du aber im Schaden mehr Nahkampf an. Ich glaube, das ist fast schon das Sinnvollste für Stan, ehrlich gesagt. Oder wilder Kämpfer. Ja, das muss nicht sein. Dann sterben einfach nur alle besonders hart. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich mache Faustkämpfer. Ach, kann ich mehrere auswählen, oder was? Ich bleibe mal bei Faustkämpfer. Mal gucken. Haben wir noch Optionen? In Datei drucken, ich nehme das Ganze ja als Let's Play auf, ist gar kein Problem. Wenn ich jetzt okay drücke, beginnt das Spiel. Wenn ja, dann sehen wir uns gleich wieder.